Schönen guten Abend, mein Name ist Oliver Schwand von der Märkischen Allgemeinen Zeitung in Königs Wusterhausen. Wie immer nach den Heimspielen der Netzhoppers machen wir eine kleine Pressekonferenz. Heute bei mir zwei sehr interessante Gäste, weil die haben beide beim VCO Berlin gespielt. Bei der linken Seite Nationalspieler Anton Brehme von SVG Lüneburg. Herzlich willkommen, Anton. Und zu meiner Rechten ist Adrian Klöß, Zuspieler der Netzhoppers. Schönen guten Abend. Meine erste Frage geht an meinen Gast aus Norddeutschland. Anton, weißt du eigentlich, wann die Netzhoppers das letzte Mal gegen Lüneburg gewonnen haben? Ja, ich weiß nur, wie du es mir gerade gesagt hast, ich war 2014 bei uns zu Hause. 3-2. Okay. Ist gut informiert. Heute habt ihr 3-1 verloren. Die Netzhoppers haben am Mittwoch in Gießen nicht ihr bestes Saisonspiel gezeigt. Woran lag es, dass ihr heute nicht das Momentum ausnutzen konntet, um den Netzhoppers noch eine weitere Niederlage zuzufügen? Ja, ich glaube, bei uns ist momentan der Wurm drin. Wir haben jetzt, glaube ich, 5 Spiele ineinander verloren. Und wir haben einfach am Anfang des Spiels nicht gut angenommen und kamen Angriff nicht durch. Und die Netzhoppers haben das halt gut gemacht in allen Elementen. Und ja, war nicht gut heute bei uns. Danke dir. Adrian, du selbst hast heute bist heute nicht ins Spiel gekommen, konntest nicht deine starken Aufschläge zeigen. Was hat Mirko in den letzten 3 Tagen gemacht? In Gießen nach der schwachen Vorstellung 3-1 verloren, heute 3-1 gewonnen. Wie hat Mirko die Köpfe der Mannschaft freibekommen, dass ihr heute so eine tolle Leistung abliefern konntet? Ich möchte natürlich im Training, auch zwischen den Trainingseinheiten mit Mirko immer Vertrauen aufbauen, dass wieder das Team wieder dabei ist, dass sie vom Kopf her wieder klar werden. Ich meine, so eine Niederlage wie in Gießen, die geht noch hinterher, da denkt man noch dran und auch wenn man abends nicht liegt, dann ist es schwer zu verdauen irgendwie. Und Mirko hat einen guten Job gemacht, das ganze Team hat mitgeholfen, dass wir jetzt auch so gut gespielt haben, frei aufspielen konnten. Natürlich mit Auf und Abs, im zweiten Satz wieder ein kleines Ding, aber sonst gut Auftritt, finde ich. Danke. Anton, du bist vor der Saison von den BR-Volleys, wo du nur einen Einsatz hattest in der ersten Bundesliga, zum SVG Lüneburg gewechselt als relativ junger Spieler, bist Nationalspieler, hast 7 Länderspiele auf dem Buckel schon. Kannst du an das erste Länderspiel noch erinnern? An das was? An dein erstes Länderspiel. Ja, das war in Leipzig, in meiner Heimatstadt. Und da haben wir Freundschaftsspiele gemacht gegen Brasilien, war ich ziemlich aufgeregt und war aber eine geile Kulisse, weil ich halt vor Family und Freunde gespielt habe. Du warst jetzt auch in Berlin dabei bei der verpassten Olympia-Qualifikation. Wie bitter war das Ausscheiden im Finale gegen Frankreich? Ja, sehr bitter. Frankreich hat, denke ich, nicht so ein gutes Turnier gespielt, außer Halbfinale und Finale, wo sie dann das gezeigt haben, was sie können. Und für uns war es einfach noch bitter, weil wir ein richtig gutes Turnier gespielt haben, in der Gruppenphase von jedem Spiel gesteigert. Und im Finale konnten wir einfach nicht unsere Leistung abrufen, aber ja, 2:24, geht's weiter. Naja, hoffen wir, nicht? Also als Volleyball-Fans. Ich selbst bin kein Nationalspieler, werde es auch nicht mehr werden. Was ist das für ein Gefühl? Du läufst in die Halle auf, hast das deutsche Trikot an, auf einmal wird die Nationalhymne gespielt. Kannst du das beschreiben? Also gerade jetzt in der Max-Schmeling-Halle in Berlin, in Deutschland zu spielen, war einfach nur geil. Ich habe jedes Mal Gänsehaut und es macht mir mega Spaß. Du freust dich auf die nächsten Einsätze, logischerweise. Auf jeden Fall. Adrian, du hast ja in dieser Saison 2 Jobs, du spielst in 2 Mannschaften. Erzähl uns mal ein bisschen, was du genau machst. Ich gehe noch zur Schule in Berlin, ich habe eine Sportschule und ich fahre nachmittags raus, trainiere mit den Netzhoppers mit und spiele auch am Wochenende bei denen. Und wenn ich Wochenende feiere, dann spiele ich noch bei Berlin, vor CO, da wo wir beide herkommen. Und vormittags trainiere ich auch bei denen mit Krafttraining und Balltraining in der Früh. Genau. Du sagst, du gehst noch zur Schule in Berlin. Wie können wir uns deinen Tagesablauf als Volleyballprofi vorstellen? Neben der Schule noch den Volleyballsport sehr intensiv betreibt. Na, mir ist es so, ich stehe ganz normal um 7 auf und gehe dann zum Training, entweder Krafttraining oder Balltraining in der Früh, meistens Techniktraining, so wie ab und früher auch. Dann 6 Stunden Schule und danach fahre ich direkt nach KW raus, trainiere hier und bin dann abends um 10 wieder in Berlin und dann mit Schule gemacht. Also. Danke. Anton, du warst auch bei VCO. Welche Erinnerung hast du an diese Zeit, an diese Sportschule in Berlin? Selber eigentlich. Es war sehr stressig und sehr lehrreich, aber es hat uns einen guten Volleyball gemacht. Also auf jeden Fall ein gutes Projekt und gute Arbeit, was hier gemacht wird. Was macht einen guten Volleyballer aus? Jeden Tag an seinen Zielen zu arbeiten und jeden Tag Vollgas geben. Adrian, Bühlen hat halt Rottenburg 3-0 geschlagen. Ihr seid, glaube ich, meines Wissens auf Platz 8 wieder vorgerückt. Ist das der Platz, den ihr bis zum Ende der Vorrunde halten werdet? Platz 7, weiß ich jetzt nicht. Habt ihr Düren verloren? Nein, noch nicht gespielt. Okay, ihr seid Platz aktuell 7, weil Düren hat noch nicht gespielt. Danke. Okay. Er ist natürlich super, in den Punkten sozusagen, in den Playoffs mitzuspielen. Ich denke, das Ziel ist das Hauptsache Playoffs.
was jetzt aufs Höher geht noch, das ist gar nicht die Frage. Wichtig ist jetzt Punkte zu holen, die nächsten Spielen auch wieder und dort auf der Position zu bleiben. Anton, wo sehen wir die Spielvereinigung Lüneburg am Ende der Saison? Ich hoffe besser als jetzt. Wir haben dasselbe zu tun. Wir müssen jetzt Punkte sammeln, spielen am Wochenende gegen Düren zu Hause und müssen das Spiel einfach gewinnen. Das ist für uns jetzt jedes Spiel wichtig und ja, dann wird es was. Vielleicht gibt es ja noch mal ein Wiedersehen in der Landkost-Arena. Dann bedanke ich mich, dass ihr beide noch kurz nach dem Spiel Zeit hattet. Anton, dir eine schöne Rückreise nach Lüneburg und Adrian, dir noch einen schönen Abend. Ja, danke.